Oh, hör, was geht ab, Leute, Junge? Sortiere mal meine Rechnung. Also nicht sortieren. Ich tue sie einfach in mein Stecher-Ding, was ich ja mal bestellt hatte. Und dann geht's auch schon los, was essen. Heute geht's früh raus. Am Abend, überraschenderweise, findet ein Stream statt. Und Chong meint, er bringt einen Spezialgast heute mit. Das letzte Mitglied aus der Gruppe, den ihr, glaube ich, so noch nie auf diesem Kanal gesehen habt. Doch, der war schon mal auf diesem Kanal, aber da muss man richtig krass sein, um zu wissen, wer heute kommt. Ich habe mir einen Döner gegönnt. Ihr seht, die Bude war voll, ist voll, deswegen konnte ich da vor Ort nicht so viel filmen. XL-Döner, 9 Euro Kalb, ist schon heftig. Also Preis ist, okay, ich habe mir auch schon 35 Euro Döner und 10 Euro Döner gegönnt, aber für so einen normalen Döner ist es schon viel. Dachte mir, ja, okay, ihr wisst ja, in der Foodblogger-Szene wird viel gehypt, dies, das. Da sind so zwei Mädels, die haben so 10.000 Follower. Die machen eine Menge Werbung. Eigentlich ist alles, was die machen, Werbung und Anzeige. Ich habe schon ein paar andere Foodblogger gesehen, wie die davon gepostet haben. Und dementsprechend ich natürlich auch. Und natürlich, weil es ein Döner ist und ich checken wollte, ob der gut ist. Kann der was? Grillstation JK, JK oder sind die Klicks gekauft sozusagen? Alles der Hype gekauft von den Mädels. So. So sieht er aus. Ist monströs. Das Krasse ist normal, also nicht ohne XL. XL hat 9 gekostet, normal 7, was halt schon viel ist. Vor allem, das ist nicht zentral, das ist kein überkrasser Döner, keine besondere Soße. Ich denke mal, das wird ein normaler, solider Döner um die Ecke. Aber dafür ist der Preis halt krank. Stabiler, saftiger Döner. Döner war okay, überteuert, kann man eigentlich vergessen, also ich werde dann in meinem Leben nie wieder essen. Das Krasse ist, ich habe gerade auf dem Heimweg noch ein paar Mal auf Instagram ein bisschen gechillt und da habe ich den Blog von gestern gesehen, von so einem Post von so einer und sie so, ja, einer der besten Kalbsdöner, die ich jemals im Leben hatte und so. Ich denke mir so, what the fuck, man, what the fuck. Wo ich mir vielleicht auch nochmal what the fuck denke ist, hier, ihr wisst, ich bin... Mach viel Recherche auf Instagram, check ein paar Vibe ab für mögliche Kooperationen mit Hongs Tour. Und nicht ganz jede zweite, aber schon sehr viele machen Werbung für diese Nu Cow Riegel. Dementsprechend können wir die mal probieren und schauen, ob die taugen oder ob die einfach nur ihre Seele verkauft haben. Und da habe ich mir auch noch sowas gegönnt. Das ist privat. Dogayaki, Green Tea Mascarpone. Pfannkuchen gefüllt mit Green Tee Mascarpone Creme. 8 Sorten, aber ich habe nur 2 gekauft, weil eins von diesen Dingern kostet 1,99. 1,99, Junge! Krank! Schön fluffig. Cremig. Sehr angenehm. Ja, ist lecker. Seht ihr diesen Vietnamesen hier? Wie erkläre ich das kurz? Also wir haben ja eine Telegram-Gruppe, da sind die verschiedensten Leute drin und einer von denen heißt All in Crypto, so heißt er auf Telegram, echten Namen weiß ich gerade nicht, und auf Twitch heißt er Ich klatsch dich, ist halt ein Follower und Supporter und der ist halt auch noch in anderen Gruppen und hat halt da seine Krypto-Freunde und er hat uns empfohlen und DFI seinen anderen Krypto-Freunden und dementsprechend das ist einer seiner anderen Krypto-Freunde und der folgt mir jetzt dann und interessiert sich auch für DeFi. Und der macht nebenbei auch was, so wie ich nebenbei Hongs Tour mache. Und heute hat er mir geschrieben und gesagt, hey, yo, Digga, wir machen halt diese Poster, Fotos. Habe ich auch schon mal abgecheckt und gesagt, ist ziemlich cool. Und da hat er heute geschrieben, yo, letzte Woche war Launch oder so. Hat er geschrieben, hey, ich schicke dir eins umsonst, kannst gerne eins aussuchen. Richtig nett, dementsprechend für den Ausgleich als Dank das bisschen Reichweite, was wir noch haben, nutzen und das erwähnen. MNL Studios von diesem vietnamesischen Bruder, Alexander Tran. Und der ist auch in Krypto, wie gesagt. Und jetzt schauen wir mal. Darf mir einen Poster aussuchen. Wahrscheinlich taugt mir City am besten. Architektur und City. Fashion und Cars juckt mich jetzt nicht so. Schauen wir mal Architektur an. Ah ja,
Ist schon schön. Schnell gerade den Vlog. Schaut's für das, Leute. Ciao, Max. Viva la raza. Schau nur unsere Streamerin an, Börbe. Sie hat sich saftig Bubble Tea gegönnt. Da haben wir direkt gesehen, welche Marke das war. Dann schauen direkt so, google mal, dann sehen wir, woher die kommt. Richtig gruselig. Weil es nur den einen einzigen diesen Laden gibt in ganz Deutschland, habe ich gegoogelt, direkt gefunden, direkt die Stadt. Also so leicht ist stalken, Leute. Also Min. Chong ist fleißig mit Min Lee am Start. Min, ja oder nein? Eins oder zwei? Schaut, wen wir hier haben. Mein Gott. Was geht, Mann? TBTR-Mitglied. Gott, du kochst heute, Mann. The fuck? Wenn du Burger machen, kochen nennst, ja. Ja, ja, nennen wir schon kochen. Nennen wir so. Ja. Leute, wie findest du das? Aber sind schon gut eigentlich. Die haben uns mal gesponsert, bevor die berühmt geworden sind. Echt jetzt? Ja, ganz am Anfang. Fuck. Bevor die Höhle der Löwen und so waren. Steve kocht heute. Ja, Mann, Sebastian, heute kocht Steve. So, Leute, nach Ewigkeit mal wieder. Was war unser Tagesspecial? Jetzt direkt auf 20. Jungs, seht ihr das? Seht ihr das? Afrikanische Technik. Bam, 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 bam. Zack, mal. Wo wirfst du den Müll hin? Ja, in die Tüte. Ja, nicht so wie Job, ja. Oder? Mein Gott, was sind das für Riegel hier, oder? Das sind die, testen wir heute noch. Echt jetzt? Ja, ja, safe. Oh mein Gott! Zack. Junge, lass ihn halt, Alter. Ich lass ihn schon mal. Für die Kamera, mal. Alles für den Zuschauer. Die Kamera. Auf jeden Fall nice Technik ist das hier, oder? Habt ihr das gesehen, Chat? Habt ihr das gesehen? Ja, und wie? Zack. Ich bin begeistert von Steve. Ab jetzt hat er mich abgelöst. Ich bin out of order. Und Steve macht jetzt die krassesten Burger, die mein Leben verändern. Und auch mein Leben verändert. So, schauen wir, was wir noch für Zutaten hier haben. Wir haben schönes Öl. Wir haben eine selbstgemachte Soße. Ja, die ist jetzt nur abgepackt hier in Tomi. Hier kommt der Genuss. Ah, dann haben wir irgend so ein schönes Pfannding. Nein, haben wir nicht. Doch, hier sowas haben wir schon. So ein Holzding. Dann haben wir noch saftigen Käse. Ich zeig euch mal, was wir haben. Schön, der billige Käse ist gut, weil gut der und günstig, gut und günstig, der ist super. Wir hätten lieber einen Cheddar-Käse nehmen sollen, aber das ist nicht so schlimm. Gab's nicht. Dann haben wir schön saftigen Bacon. Juch, Jungs, saftigen Bacon, Alter. Hier kommen die Nährwerte für euch. Dann haben wir schön abgepacktes Koro-Salz, beste Salz der Welt. Ja. Und dann, wie immer, Brioche. Schön. Nur Brioche, Mann, nur Brioche. Brioche. Ja, auch für dich, komm, für die Kamera. Isst du gerne mit Salat? Oder Salat ist egal, aber bitte Tomate. Ja, Tomate, okay. Das ist alles so frisch. Aber wir haben keinen. Haben wir Tomate? Steve, haben wir Tomate? Nee. Haben wir gerade. Oh shit, Leute, wir haben keine Tomate. Wir haben nicht mal Zwiebeln, Alter. Ich tue mir da noch ein paar Rob's Chips noch auf den Burger. Oh mein Gott. Jungs, neue Idee auf den Burger, Rob's Chips. Ja, Mann, das machen wir echt, Mann. Echt? Oh, ja, das machen wir. Mit Barbecue. Wir haben Barbecue-Sauce auch. Oh mein Gott. Leute, jetzt sind die Brötchen fertig. Jetzt schauen wir mal, wie die Brötchen ausschauen. So schauen die aus. Ja, das ist schon richtig. Schön also, knusprig. Wieder, wie Nelson das macht, oder? Boah, Jungs, knusprig. Und es riecht perfekt. Die Burger-Patties müssten aber Medium sein, gell? Ja, ja, klar. Medium. Leute, saftiger Bacon, richtig wenn geil. Wenn ihr Burger macht und da ist kein Bacon drauf, ladet mich gar nicht ein. Die Schichten da bestellt. Doppelte aus. Und die liefert es, oder? Leute, schön dieser saftige Bacon, oh, schön, das ist so geil. Lohnt sich das so? Einmal drauf. Oder ja, halt auch. Ansonsten kann ich auch hinten, oder? Nur muss das sein, Leute. Nur muss das sein. Das hat Potenzial. Ja, das hat Potenzial. So Leute, habt ihr gehört? Der Bake ist fertig. Richtig heiß, Mann. Richtig schön knusprig hier. Ein kleines bisschen mit Öl. Geil. Nicht zu viel. Bisschen kleines Öl. Was kommt jetzt dran? Steve! Sollen wir den schicken, oder was? Machen wir jetzt? Der Fleisch. Der Burger am Start, Mann. Genau ist für uns, am Start jetzt. Schön noch die Pfanne schwenken mit bisschen Bacon. Öl. Boah, Leute, jetzt geht's ab, Mann. Jetzt kommen sie Fleisch rein. Jetzt wäre noch geil, wenn auf wir geht's. Zwiebeln hätten. Dann wäre noch gebraten mit Zwiebeln ja, oben drauf. So, schön. Jetzt kommt das Fleisch dran, Leute. Wow. Klatschig, danke. Das ist, also klatschig, ist so einer aus unserer Tüte-Ruppe, der hat einen Rücken. Ja, und der ist noch in anderen Rücken. Da hat er uns so vor uns die Tüte und so. Ja, und einer seiner Tüten. Hat auch so ein Startup, da verkauft er so. Jetzt schauen, gleich ist das Fleisch fertig und dann geht's richtig geiles Essen. Und jetzt kommt der afrikanische Trick. Steve, erzähl mir noch. Ich habe keinen Deckel. Erzähl aber, wie funktioniert der?
Was also, machen wir, was willst du machen? Ich würde jetzt normalerweise die Patties wieder in die Pfanne tun, den Käse drüber, dann tue ich ein bisschen Wasser rein, damit das alles hochdampft und dann decke ich das ab, damit der Käse besser schmilzt. Habt ihr das gehört, Leute? Wie krank ist das, Mann? Wie krank ist das? Jawoll. Wie viele Käsescheiben kommt drauf, Steve? Zwei pro Burger. Zwei pro Burger. Das gehört. Zwei pro Burger, Mann. Wie krank ist das? So, Leute, die Patties sind fertig und jetzt kommt der Belag. Sorry, ich muss lachen. Okay, erst die Soße. Was kommt jetzt? Die Soße. Genau. Warte, das kann man... Du hast eine Frage von der Post, oder was? Afrikanische Soße. Das ist schon länger her, Steve, was ist in der Soße drin? Geheimnis. Geheimnis, okay. Ich hab keine Ahnung, wer du bist, aber kein Problem. Oh mein Gott, Wirtschaftsan, oder? Was ist da los, Alter? Warte, hab ich dich gegrüßt, Mann. Oh, das ist die Kamera noch egal. Der Burger, der unser Leben verändert. Er lacht selber, oder? Erstmal hier. Cam hängt, oh mein Gott. Nein, du weißt normal nicht, kein Ton mehr. Cam hängt, auf Mukbang angelehnt. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein bisschen zu durch geworden, leider. Nein. Soße ist krass, Käse, es läuft. Der Bacon krank. Wir gehen gerne auf Nico Away, Leute! Ja, ich wollte den machen. Abonniert Nico Away! Saftig gegessen haben wir. Kuss geht raus an Steve. Und jetzt schauen wir Nico Away an. Sascha, so rund 4 Millionen Besucher jedes Jahr. Schon das 175. Fest. Wir haben über Wiesen, Oktoberfest geredet. Sascha so, ja, Stuttgart hat auch eins. Wie könnt ihr davon nichts wissen und so? Jetzt versucht das richtig hart zu verteidigen. Ja, aber original ist original, Mann. Das ist der afrikanische Hort. Das ist der afrikanische Hort. Ja, er will so fett greifen, aber ich hab's so nicht. Oh, war ich. Genau, kein Problem, Sascha. Das war's von uns heute. Ihr wisst Bescheid, gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo, checkt die Videos ab, investiert in Bitcoin, folgt uns auf Twitch und ciao!